Hey, Chris wieder hier. Und es gibt ja diesen nervigen PS Remote Play Bug, wenn wir GTA 5 an der PS5 spielen, über Remote Play, dass dann am Controller die Tasten vertauscht sind. Und die Lösung dafür ist, dass wir an der PS5 bei den Einstellungen reingehen, dann bei Barrierefreiheit und jetzt bei Controller auf die angepasste Tastenzuweisung, die dann aktivieren und dann die Tastenzuweisung anpassen. So, und jetzt könnt ihr das hier so, die Tasten hier so belegen, wie ich das gemacht habe. Nämlich dann hier einmal drauf gehen und dann auf die Taste halt, überall wo diese Punkte daneben sind halt, seht ihr, was ich angepasst habe. Hier L1 hinlegen, hier L3, hier L2, hier R2, hier R3 und hier R1. Das quasi genau einmal vertauschen. Und dann ist es in GTA 5 so, dass ihr ja wieder ganz normal die Tastenzuweisung habt. Auch wenn ihr mit Remote Play spielt, weil in den GTA-Einstellungen kann man das ja leider nicht wieder richtig stellen. Ja, dann noch einmal auf Anwenden gehen und dann klappt das so. Ja, jetzt ist es natürlich nur so, wenn wir mit Remote Play GTA 5 an der PS5 spielen. Das heißt, sobald wir nicht über Remote Play spielen oder ein anderes Spiel als GTA 5 spielen, dann könnt ihr hier einfach die angepasste Tastenzuweisung wieder deaktivieren hier oben mit dem Schalter. Und dann habt ihr bei den anderen Spielen wieder auch die ganz normalen Tasten. Und sobald ihr eben GTA 5 wieder über PS Remote Play spielt, könnt ihr es einfach wieder aktivieren. Und dann hat er sich die angepasste Tastenzuweisung hier schon so gemerkt, so dass es eben immer nur ein Klick hier wirklich ist. Ja, der Nachteil von dieser Methode ist jetzt, dass trotzdem die R2-Taste in GTA, die ja beim Auto fürs Gas geben ist, dass sie trotzdem jetzt reagiert wie die R1-Taste. Und die R1-Taste kann man ja nicht so weit reindrücken. Das heißt, man kann ja beim Gas geben, jetzt beim Auto, nicht mehr einfach nur ganz langsam fahren, sondern auch wenn man nur ganz leicht R2 antippt, gibt er die ganze Zeit Vollgas. Ja, aber ich finde, das ist jetzt nicht so schlimm im Vergleich dazu, dass die Tastenbelegung am Controller komplett alles vertauscht ist und alles anders ist. Ja, können wir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr diesen Bug ja auch habt oder hattet und ob ihr da vielleicht sogar noch eine bessere Lösung kennt. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao, euer Chris.